Ist hier vielleicht das Ende? Willkommen zurück zu Miitopia! Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier so langsam das Ende auf uns wartet. Bestimmt nicht, hundertprozentig nicht in dieser Folge, aber irgendwas muss doch jetzt passieren. Wow! Echt? Echt so? Ach, die Namen sind geil in diesem Spiel. Hey, das sieht ja voll cool aus. Also das Monster-Design ist ja richtig nice. Richtig cool. Die sehen richtig cool aus. So einer als Haustier hätte ich gerne in-game. So mitkämpft. Und dann kann ich so seine Augen bearbeiten und alles. Oh, das wäre doch voll cool. Nice. Der Blumenstrauß hat geholfen. Mega Feuer! Bam! Oh Jesus, level up! Ach ja, ich habe jetzt übrigens wieder Danny ins Team getan. Und dann werde ich gleich auch nochmal in der nächsten Runde Maike wieder ins Team tun. Bam! Bei Jesus ist jetzt Level 18. Und Freddy muss auch noch Level 18 erreichen. Wie lange braucht er dafür noch? Nicht mehr lange. Ein Kampf ungefähr noch. Aber hier ist irgendwas. Kampf direkt wieder? Hä? Ich bin voll verwirrt gerade. Schnauben! Bam! Gott, sorry, dass die Hunde bellen. Sind bestimmt ziemlich laut. Ich hoffe nicht zu laut. Aber eigentlich ist es immer, ist es ja eigentlich nichts Unnormales, dass man Videos Hunde bellen. Auch wenn ich es gern verstecken würde. Yay, wir sind gute Freunde, Level 13. Alter, ist das nervig. Ich glaube, ich mache mal ganz kurz Pause, oder? Ob ich die Folge angefangen habe, meine Güte. Yay, Freddy! Super, Freddy. Auch Level 18. Ist das Ende, oder? Was ist das für ein Level? Ich kann nicht mehr. Ich hätte nicht gedacht, dass wir hier so vielen Monstern begegnen würden. Ha, du bist wohl aus Zucker. Du solltest dir an mir ein Beispiel nehmen. Vor mir haben vorhin alle Monster Reis ausgenommen. Du hast ja auch seit 3 Tagen nicht geduscht. Kann der überhaupt duschen? Warum stelle ich mir solche Fragen? Aber hey, Young Mike ist endlich wieder gesund. Super. Komisch, dass ja auch dieses Kranksein-Feature erst jetzt einführen. Ich meine, ja, ich kann es verstehen. Das wäre sehr blöd, wenn das dann wäre, wenn man nur so 4 Leute hat um sich. Aber es ist trotzdem seltsam, jetzt so eine Mechanik irgendwie reinzutun. Wisst ihr, was ich meine? Schon ein bisschen seltsam, finde ich. Naja, egal. Juhu, yay, toll. Ihr seid Freunde, cool, nice. Beste Freunde, Level 20, juhu. Nice. Okay, Geld. Ihr wollt mein Geld. Hexenkleid? Das ist ja mal... Das sieht halt voll aus wie so ein Outfit, was irgend so ein Gegner aus Sailor Moon hat. Aber doch nicht Sailor Moon selbst! Sie ist doch nicht der Gegner, oder? Es ist voll so ein böses Outfit. Voll böse. Böses! Böses im Busch! Schusch. Dum-dum. So. Passt. Wo führt das hin? Okay, das führt uns da hin, wo wir hin sollen, auf dieses Ding hier. Verbarius da hinten, okay. Machen wir erstmal das hier unten. Ich glaube, das hier unten ist nur für die Kiste. Also Bonus, so gesehen. Machen wir das nochmal eben. Freisen zählt nur die Freundschaft. Wow. Das böse Auge mit ganz wenig Robotern. Sind wir Eindringlinge? Dürfen wir hier überhaupt rumlatschen?
Mir doch egal. Wir suchen nach dem dunkleren Fürsten Iwata. Wenn wir den nicht besiegen, dann wird nur Schlimmeres passieren. Level up für Maike. Schnick, schnack, schnuck. So, hast du Lust auf Schnick, schnack, schnuck? Oh. Ich weiß nicht, ich finde irgendwie diese Gegner in dieser Welt mega cool. Haben voll die coolen Designs. Aber warum nur Luft? Ist voll schwach. Oh. Na, schade. Neue Technik. Hinterrücksangriff. Da schneidet die Massen. Hä, warte, der ist einfach weg. Ich dachte, es kommt noch irgendwas. Er ist aber weg. Okay. Dann halt nicht, Danny. Ciao. Wir helfen alle. Bam, bam, bam. Okay. Machen wir mal Mega. Bringt nichts. Dann machen wir Mega-Explosion. Ist okay. Bam. Und Danny macht bitte den anderen. Down. Nice. Buh. Schön, Danny. Schön. Oha. Trinken. Hätte ich nicht trinken sollen. Ich bin Mr. More Game. Und ich bin Mike. Bisasam. Krass, oder? Können wir kurz mal die Musik genießen? Die passt nicht so zu Wolkenwelt, aber die passt so zu diesen Robotergegnern. Was macht überhaupt ein Raptor hier? Der passt überhaupt nicht zu den anderen Gegnern, aber der ist voll cool. Gut, er passt so, so in dem Sinne her zu den anderen Gegnern, weil der genauso cool ist. Machen wir Megablitz. Ja. Wie kann Blitz überhaupt diese Blechdöse, Blechbüchse erreichen? Wie macht das überhaupt Schaden auf so einen Roboter, also Blitz? Macht das Schaden auf so einen Roboter? Wenn ein Roboter von Blitz getroffen wird, macht das dann irgendwas? Ich habe da keine Knowledge zu. Ha! Ha! Danke, Long. Money, wer möchte mein Money? Monsterkluft. Danny, möchtest du keine Ente mehr sein? Du möchtest ein Monster sein? Hab ich das so richtig verstanden? Also ich meine, es hat was und es ist die gleiche Form. So eine böse Ente. Danny ist eine böse Ente. Ich sehe es jetzt einfach mal an. Ich mein, wenn ich es Geld mache, sieht es ja trotzdem noch so ein bisschen aus wie eine Ente, oder? Oder? Naja, wie auch immer. Für mich ist es immer noch so eine böse Monsterente. Mm. Oha, wie viel ist der jetzt? Ja, komm, nehmen wir das einfach. Warum nicht? Da-da-da-da-dum-dum. Schlüssel und du willst... Immer noch die Tarnrüstung. Meine Güte. Ja, die können eigentlich alle im Team bleiben. Wir müssen jetzt auf Level 19 alle trainieren und dann auf Level 20. Oder wir machen direkt auf Level 20. Keine Ahnung. Machen wir erstmal die Kiste hier. Und machen dann noch das Level in der Mitte. Und dann machen wir das, was... das, was wir eigentlich machen sollen. Genau. Das Level ganz hinten. Eine silberne Pfanne für Freddy. Warum? Benutzt sie nicht. Die ist langweilig. Du hattest schon eine goldene Pfanne. Und wolltest sie nicht mehr haben. Warum dann die silberne? Unnötig, wenn ihr mich fragt. Geld. Sehr viel Geld. Danke. Kann ich gut gebrauchen. Und das war's. Bam. So. Und jetzt können wir hier noch lang. Und das machen wir noch eben. Und dann können wir das Level machen, worauf wir die ganze Zeit warten. Ich weiß nicht, irgendwie, das ist so wie, was? Monsterjagd? Bananenernte? What?
Irgendwie ist das seltsam, dass Danny jetzt ein neues Outfit hat. Eigentlich sollte er für immer die Ente bleiben. Jetzt ist er so eine aggressive Ente. Naja. Muss auch mal neue Sachen ausprobieren, ne? Und Boom machen. Nebenbei. Außerdem mag ich dieses Bauchpaddeln, was er da hat. Das, was er da so macht, dieses Muster aus seinem Bauch halt. Finde ich halt ziemlich cool. Sonst, ich kann ihm ja auch wieder nur diesen Entenhut geben und das untere kann er bleiben, was er jetzt gerade hat. Es wäre ja auch möglich. Schnauben! Bam! Und da sind sie down. Ich habe wirklich nichts zu erzählen. Ich bin selber gerade überlegen, wie das Spiel jetzt weitergehen könnte. Wenn wir jetzt dieses Level durchhaben, natürlich mehr als einmal. Was wird dann in diesem einen Ausrufezeichen-Level passieren? Fragen über Fragen. Es könnte einiges passieren. Es könnte sein, dass wir dann einfach nur ganz normal dieses Level hier weitermachen. Könnte sein, dass wir zurückgehen müssen zu den anderen Gebieten und die jetzt erstmal doch fertig machen müssen. Es könnte sein, dass wir direkt zum Endboss können. Da weiß ich nicht, was passieren könnte. Vielleicht kommen wir auch erstmal in so eine Wolke rein oder so. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was ist passiert. Es könnte einiges passieren. Oder es könnte auch nichts passieren. Es könnte genauso gut passieren. Was auf jeden Fall jetzt passiert ist... das Gespräch. Puh, ich kann nicht mehr. Ich freue mich schon aufs Bett im Gasthaus. Wo wir schon davon sprechen. Ist dir aufgefallen, wie bequem die Betten der Gasthäuser hier sind? Ja, da hast du recht. Das liegt daran, dass die Matratzen mit Wolken gefüllt sind. Was, echt? Jetzt kann ich es erst richtig mal abwarten, ins Bett zu hüpfen. Schnell, suchen wir uns das nächste Gasthaus aus. Ist direkt hier, oder? Ja, das ging ziemlich schnell. Ja, ich darf das Level nochmal machen. Oh, juhu, super. Oho. Mhm. Mhm, 1500 kommt das nächste. Und wer ist diesmal krank? Wer denn auch sonst? Warum frage ich eigentlich noch? Haben wir ihn überhaupt mal geimpft hier? Der wird ja ständig krank, der Arme. Mein Gott. Mein Gott. Oh, ein Geschenk. Ein Geschenk für Maike. Ein Plüschhasi. Das wird Maike bestimmt gefallen. Ja, Level up. Hat dir gefallen. Feendress. Herzchentaler. Weiß nicht, ob er das anziehen soll. Ja, nicht so, oder? Er wäre ja kein Pinguin mehr. Aber bei Jesus wäre das auch das gleiche. Ich könnte ja auch einfach diesen Pinguin-Hut lassen oder nur das Pinguin-Outfit lassen und dann was anderes drauf tun auf jeweils. Aber... ich weiß nicht. Ich weiß nicht, Leute. Ach man, ich weiß es nicht. Leute, ich kann mir nicht entscheiden. Ich möchte, dass er ein Pinguin bleibt. Ich wollte bei Danny auch, dass der ein Entchen bleibt. Jetzt ist er halt so ein Monster. Weiß nicht, vielleicht wechsle ich das auch nochmal. Mal schauen. Wir haben ja noch die Afterstory, wenn was noch geändert wird. Ne? Der Rechte. Da kommen Hunde auf uns zu. Mit einer Banane. Cool. Ne, es waren nicht nur die Hunde im Hintergrund, aber... hätte sich ja so anhören können, als würden da jetzt Hunde runterfallen. Hunde im Himmel? Gar nicht mal so unwahrscheinlich, oder? Wenn wir zumindest mal so von... fiktiven Geschichten von kommen. Jetzt im Real Life natürlich nicht, aber... ich meine ja nur...
Oh Gott, jetzt fange ich auch noch damit an, Herzchenrobe. Kann ich das, ich kann mir sogar leisten. Ach Gott, komm, zieh's an. Gibt's das auch in grün? Oder? Ja, okay, immerhin gibt's das in grün. Komm, zieh's dir an. Oh Mann. Was willst du? Superkittel immer noch. Okay, alles klar. Bam, bam, bam. Versuch so viel in der Folge zu schaffen, wie es nur geht. Und wir sind jetzt... Also heute ist es wirklich mal schlimm mit den Hunden. Ich wollte eigentlich nur mal eine Session aufnehmen. Aber was soll man machen? Wie geht's weiter mit dem Spiel? Habt ihr sowas eigentlich auch? Oder bin das nur ich? Oh, wow! Ist das Mabel? Okay, irgendeine Lady von ihm. Auf einem UFO. Das Mabel-UFO. Wer auch immer Mabel ist, sie hat ein UFO. Und das müssen wir zerstören! Explosion! Boom! So, die Mitarbeiter, die Handlanger sind schon mal down. Ey! Klaut einfach Bananen! Ich fass es nicht! Jetzt hast du, ich habe mit den falschen Leuten angelegt, Mabel UFO. Jetzt setzt es was. Bam. Riesenwaffe. Ich verspreche euch übrigens. Nächste Folge. Gibt es nicht so viel Wuff, Wuff, Wow, Wow. Neue Technik. Doppelieb. Vielleicht verspreche ich es nicht, aber... Heute ist wirklich schlimmer als in sonst allen anderen Folgen gefühlt. Gut, ist auch ein bisschen meine Schuld, dass ich jetzt unbedingt aufnehmen will, aber ist egal. Wir reden nicht mehr drüber. Dieses UFO hat schon die Hälfte der Leben verloren. Bam, 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 bam. Okay. Waren das schon 150? Ich glaube nicht. Bin mir gerade nicht sicher. Oh, nice. Alle kriegen Essen. Nom, nom. Auch im Real Life, bitte. Langsam kriege ich Hunger. So, ich glaube Reitangriff 2 stärker als Schnauben. Bam! Dann haben wir auch nur einen Gegner. Nicht mal 150. Vielleicht mit einem Level-Up bessert sich das, ich weiß nicht. Ey, zwei Bananen? Was soll das? Rück sie wieder raus! Du hast es nicht anders gewollt. Mega-Feuer! Bam! Nicht übel oder was? Tut mir leid. Ich verzeihe dir. Nice. Gummi-Alien? What the fuck? Plop. Ah, da bin ich wieder. Wolkenkennerin Mabel. Lange nicht gesehen, Mabel. Ich war so schockiert, als ich sah, dass du zu einem Monster geworden bist. Ach übrigens, Mabel. Diese Person hier wollte dich irgendwas fragen. Quest abgeschlossen. Ein dunkler Fürst, hm? Was Dunkles habe ich in der Tat gesehen. Da ist so ein komischer Schatten durch die Luft geschwebt. Vielleicht war das ja dieser dunkle Fürst, den du suchst. Hast du gesehen, wo er hingeflogen ist? Jetzt fällt mir ein, dass ich noch was gesehen habe. Da war ein riesiger Turm im Himmel. Der Schatten erreichte den Turm und verschwand. Der Turm ist hinten. Wo denn? Donnerwetter, wie habe ich das nicht sehen können? Hinter den Wolken war die ganze Zeit der Himmelsturm aus Pokémon Mystery Dungeon. Hier hört sich der dunklere Fürst Iwata auf. Danke, das hat mir sehr geholfen. Freut mich. Ach ja, um die Hunde kümmere ich mich, kein Problem. Ach, danke, die nerven mich die ganze Zeit hier im Himmel. Lass dich von Dominik zum Himmelsturm bringen. Okay. So, und in der nächsten Folge... Können wir dann dorthin? Anscheinend können wir hier dann auch... Oh, ja, na klar. Hast du mich vergessen? Nein, natürlich nicht. Dich würde ich doch niemals vergessen, Freddy. Mario. Freddy hat gesehen auf dem Bild.
Mario. Danke für das Bild. So. Und das mit den Hunden meinte ich ernst. So. Diese blöden Himmelshunde. Die werden uns dann in der nächsten Folge nicht mehr nerven. So, bevor wir aufhören, müssen wir noch ein bisschen hier die Charaktere sortieren. Weil hier zwei Leute reden wollen. Das könnte ja noch ein Level-Up sein. Und ich will gucken, wie einfach das ist. Können wir denn einfach hoch und dann... Ich bin ein bisschen verwirrt, wie es jetzt weitergeht und alles. Ich bin da jetzt gerade ein bisschen verwirrt. So, ja, ja, ihr braucht Regeln. Kennt ihr euch doch noch? Kennt ihr euch noch nicht? Kennen die sich beide? Die kennen sich nicht. Krass. Alles klar. Dann, lass mal kurz sehen. Geht das Wolkenreich hier nicht mehr weiter? Geht nicht. Okay, meine Vermutung ist, das ist After-Story. Diese drei Gebiete, die wir jetzt in den letzten 5 Folgen oder so gemacht haben. Also Wolkenheim, Was zum Geier und Puderhöhlen, dass wir die in der After-Story so nochmal besichtigen. So, in der nächsten Folge sehen wir uns in Himmelzummern. Wir können jetzt nochmal schön die Hundegeräusche genießen, wie sie uns schön anbellen. Ich versuche es ein bisschen zum Humor zu nehmen, dass die Folge verloren ist mit den ganzen Hundengeräuschen, aber hey, nächste Folge wird's krass. Schaut es euch an. Jetzt keine Hundegeräusche kommen.